Hallo und herzlich willkommen im Einfachpatent-Podcast. Mein Name ist Friederike Stephan, ich mache Patent-Kauderwelsch verständlich und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Heute geht es um einen Beginner's Guide, was du als Anfänger über Patente wissen solltest. Und hier möchte ich dir einen ganz groben Überblick über verschiedene Themen geben, die mit Patenten zusammenhängen und die du als ganz groben Anfangspunkt nehmen kannst, wenn du dich anfängst, mit Patenten zu beschäftigen. Und es sind 7 Punkte, die ich anführen möchte, wo ich ein bisschen drüber reden möchte. Und auf die werde ich dann jeweils ein bisschen weiter eingehen. Ganz kurz als allererstes noch ein kleines Vorwort. Patentrecht sind von Menschen gemachte Regeln, die ja irgendwie unser Zusammenleben regeln sollen. Und ob Patentrecht nun gut ist oder schlecht, ob wir besser ohne Patentrecht dran wären, als wir es jetzt sind, das kann, glaube ich, niemand mit Sicherheit wirklich sagen. Aber es ist halt einfach da und wir müssen irgendwie damit leben und es am besten auch noch für uns nutzen können. Denn im Zweifelsfall macht es denn nämlich sonst der Wettbewerber, was dann wiederum negative Folgen für uns hat. Insofern ist es, glaube ich, keine schlechte Idee, sich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen, ein bisschen Wissen aufzubauen und es dann versuchen, ja, wie ich eben gerade gesagt habe, für sich selber richtig zu nutzen. Und jetzt starten wir mit dem ersten Punkt. Als allerersten Punkt möchte ich was zur Einordnung sagen. Und zwar gehört Patentrecht zum gewerblichen Rechtsschutz. Und da haben wir es auch direkt, gewerblicher Rechtsschutz, Gewerbe. Also es gilt für den gewerblichen Bereich. Das heißt, wenn du eine von einem Patent geschützte Maschine nachbaust, aber die nur in deinem Keller für dich privat einsetzt, dann begehst du keine Patentverletzung, weil das Patentrecht nur für den gewerblichen Bereich gilt. Im gewerblichen Rechtsschutz haben wir nicht nur das Patentrecht, sondern zum Beispiel auch das Markenrecht und das Designrecht. Und das Markenrecht kennst du vielleicht auch schon so ein bisschen. Da geht es vor allen Dingen um so Logos, um Slogans, die geschützt werden können. Und im Designrecht geht es eher darum, eine äußere Form von einem Gegenstand zu schützen. Also zum Beispiel, wenn du mal denkst an die Coca-Cola-Flasche, die hat ja ein ganz besonderes Design von außen und die ist zum Beispiel über ein Design geschützt. Und jetzt Achtung, ich habe schon ganz oft gehört, dass Leute sagen, ja, das ist als Marke patentiert. Und da werden dann natürlich 2 Sachen durcheinander geworfen. Einmal ist es das Markenrecht, die Marke und dann das Wort patentiert. Und patentiert gehört zum Patentrecht. Also als Marke patentieren geht nicht, sondern eine Marke wird eingetragen und eine Erfindung wird patentiert. Also da Achtung, nicht durcheinander würfeln. Das Patentrecht ist eines von 2 technischen Schutzrechten. Im gewerblichen Rechtsschutz gibt es die technischen Schutzrechte. Markenrecht, Design sind nicht technische Schutzrechte. Da geht es nicht um Technik, sondern es geht um, wie etwas aussieht oder ein Wort, was geschützt wird, ein Logo zum Beispiel, ne, im Markenrecht. Und die technischen Schutzrechte, da geht es wirklich darum, etwas Technisches, eine Erfindung abzusichern. Und darunter fällt nicht nur das Patentrecht, sondern da gibt es auch noch die Gebrauchsmuster. Gebrauchsmuster sind auch technische Schutzrechte, so wie die Patente. Ich habe neulich mal mit einem Coach telefoniert, mit einer Coachin, und die hatte mich gefragt, hey, ich habe eine neue Coaching-Methode entwickelt und möchte das gerne patentieren lassen. Und vielleicht nach dem, was ich dir gerade schon erzählt habe, wirst du schon hellhörig und das ist auch genau richtig. Denn eine Coaching-Methode hat nichts Technisches an sich, sondern es ist eine ja wahrscheinlich rein gedankliche Tätigkeit, um jemanden durch einen Coaching-Prozess durchzuführen. Und das ist genauso wie ein Geschäftsmodell nicht patentierbar. Als zweites solltest du ganz grob über den Patentierungsablauf Bescheid wissen. Alles startet natürlich mit deiner Idee und die solltest du auf jeden Fall aufschreiben. Das ist dann die sogenannte Erfindungsmeldung. Vor allen Dingen, wenn du ein Arbeitnehmer bist, dann bist du ja auch verpflichtet, die deinem Arbeitgeber zu melden.
Aber auch sonst, wenn du ein freier Erfinder bist, ist es gut, es einmal niederzuschreiben, damit du das später dem Patentanwalt übergeben kannst, der dann nämlich die Anmeldung schreibt. Und da sind wir nämlich beim nächsten Schritt, nämlich auch schon, du gehst mit der Erfindungsmeldung zu deiner Patentabteilung oder zu einem Patentanwalt und der arbeitet dann die Patentanmeldung dazu aus. Das Ganze wird dann beim Patentamt eingereicht und ja, was passiert dann beim Patentamt mit deiner Patentanmeldung? Sie muss eine Prüfung durchlaufen. Da sitzen Prüfer, Patentprüfer, die schauen sich deine Anmeldung an und schauen, gab es das schon mal, gab es das noch nicht und sind alle Formalien erfüllt. Und dann am Ende dieser Prüfung erhältst du entweder eine Erteilung oder eine Zurückweisung. Das heißt, entweder du erhältst ein Patent darauf und kannst Patentverletzungen gegenüber anderen geltend machen oder die Anmeldung wird zurückgewiesen, dann hast du kein Patent darauf bekommen. Wenn du ein Patent erteilt bekommen hast, dann kann es natürlich sein, dass es jetzt Wettbewerber gibt, die das nicht so schön finden und die das Patent gerne weghaben wollen würden. Und die können dann Einspruch oder Nichtigkeitsklage einreichen und damit versuchen, dein Patent zu Fall zu bringen. Und ich hatte eben gerade schon mal die Gebrauchsmuster erwähnt. Bei den Gebrauchsmustern, das nur so als kleine Seiteninformation, gibt es keine Prüfung. Das heißt, da findet einfach nur eine Eintragung statt, aber da sitzt kein Prüfer, der sich das technisch anguckt und schaut, ob es das schon mal gab. Als dritten Punkt ist es wichtig zu wissen, dass es Patentierungsvoraussetzungen gibt. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, im Patentamt sitzt ja ein Patentprüfer und der schaut sich deine Erfindung daraufhin an, ob die Patentierungsvoraussetzungen gegeben sind oder nicht. Und die Patentierungsvoraussetzungen sind zum einen die Formalien, also zum Beispiel, ob Informationen wie der Anmelder oder der Erfinder genannt sind, aber auch, ob die erforderlichen Gebühren gezahlt wurden. Und zum anderen sind das die Anforderungen an die Erfindungshöhe. Und um das beurteilen zu können, werden Quellen gesucht, in denen deine Idee so oder so ähnlich schon mal gezeigt ist. Und diese Quellen nennen wir im Patentrecht Stand der Technik. Und in den allermeisten Fällen sind es einfach andere Patentdokumente, auf die der Prüfer da zurückgreift. Der Prüfer schickt dann einen Prüfungsbescheid, in dem er seine Argumente für oder gegen eine Patentierung darlegt. Und dann ist die Aufgabe des Anwalts, darauf zu antworten. Und vor allen Dingen, wenn es ein negativer Bescheid ist, eine negative Beurteilung, dann muss der Anwalt versuchen, eine Lösung zu finden, um doch noch ein Patent zu erhalten. Als vierten Punkt solltest du grob Bescheid wissen, was es für Patentsysteme gibt. Es gibt einmal natürlich die nationalen Patente. Ja, jedes Land hat ein Patentamt, zum Beispiel das Deutsche Patent- und Markenamt. Da kann man hingehen, kann die Patentanmeldung einreichen und dann gibt es ja die Prüfer, die sich das anschauen, die ein Patent erteilen und dann hast du ein Patent für Deutschland zum Beispiel. Und das gibt es für jedes Land, für Frankreich, für Großbritannien, USA, China und so weiter. Als nächstes gibt es noch die regionalen Zusammenschlüsse. Die sind entstanden, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, damit man nicht in jedes Land einzeln rennen muss und mit jedem Amt einzeln kommunizieren muss. Und da ist zum Beispiel zu nennen das Europäische Patentamt. Das ist ein regionales Amt. Das hat verschiedene Mitgliedstaaten. Und da sitzen auch wieder Prüfer. Da kann man zentral die Anmeldung einreichen. Die Prüfer schauen sich die Anmeldung an und erteilen das auch zentral. Und dann als drittes gibt es noch die internationale Patentanmeldung, die auch auf einer Vereinfachungsidee beruht. Und zwar kann man auch hier wieder zentral eine Patentanmeldung einreichen. Da wird dann ein Recherchebericht zu erstellt, sodass man zumindest mal weiß, was gab es vorher schon, auf welche Dokumente muss ich mich während einer Prüfung einstellen. Und aufgrund der Recherche kann man sich dann entscheiden, ob man in verschiedene Länder weitergehen möchte oder nicht. Dazu habe ich auch schon mal eine sehr ausführliche Folge zu gemacht über die Patentsysteme. Wenn du daran Interesse hast, dann hör doch da gerne nochmal rein. Da findest du auf jeden Fall noch ein paar mehr Informationen darüber. Als fünften Punkt solltest du wissen, dass im Patentrecht das sogenannte Territorialprinzip gilt. Das heißt, Patente sind immer da gültig, wo sie angemeldet bzw. dann erteilt werden. Zum Beispiel, wenn du ein Patent in Deutschland hast, aber kein Patent in den USA hast, dann darf ein Wettbewerber in den USA dein Produkt nachmachen.
Als sechsten Punkt solltest du wissen, dass Patentdokumente in einer ganz bestimmten Art und Weise geschrieben sind. Und ganz oft habe ich schon gehört, dass das Ganze ein totales Kauderwelsch ist und das kann ich absolut nachvollziehen. Denn als ich angefangen habe mit meiner Ausbildung und mich angefangen habe mit Patentrecht zu beschäftigen, habe ich genau das Gleiche gedacht. Ich habe gedacht, warum wird das denn alles so umständlich geschrieben? Warum werden so merkwürdige Begriffe verwendet? Warum ist das alles so geschwurbelt und warum kann man das nicht einfach einfacher machen? Aber das alles hat irgendwo einen Sinn. Hinter jedem Komma steckt im Zweifelsfall ein Sinn. Und Patentanwälte schreiben das alles so, damit sie sich bestmöglich absichern. Es wird versucht, so klar wie möglich zu schreiben, auch wenn das alles sehr verwirrend teilweise aussieht. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Ob in einem Patent steht, dass ein Gehäuse Metall beinhaltet oder das Gehäuse aus Metall besteht, sind zwei unterschiedliche Dinge. Das ist ein großer Unterschied und kann im Zweifelsfall darüber entscheiden, zum einen, ob ein Patent erteilt wird oder nicht, und zum anderen, ob eine Patentverletzung vorliegt oder halt auch nicht. Das heißt, was ich dir hier mitgeben will, ist, ich weiß, es ist alles sehr komplex und kryptisch geschrieben und es ist wie Kauderwelsch, aber es macht einen Sinn. Und wenn man sich da ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, dann versteht man das auch ein bisschen besser und kann lernen, damit ein bisschen besser umzugehen. Und als siebten Punkt solltest du wissen, dass es eine Vergütung gibt. Und zwar gibt es in Deutschland das Arbeitnehmererfindergesetz, was die Beziehung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern regelt. Und darin ist festgeschrieben, dass Arbeitnehmer eine Vergütung für ihre Erfindung von ihrem Arbeitgeber erhalten, wenn die Erfindung genutzt wird und Umsätze damit erzielt werden. Die Berechnung der Erfindervergütung ist relativ kompliziert. Und wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann hör dir am besten meine Sonderfolge an, die ich vor 2 Wochen gemacht habe. Da habe ich nochmal erklärt, welche Faktoren eine Rolle spielen bei der Berechnung der Erfindervergütung und habe noch ein paar andere Details dazu erzählt. Das waren jetzt also meine 7 Punkte. Ich freue mich, dass du dabei warst und freue mich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal einen schönen Tag. Bis bald und ciao, ciao, deine Friederike.